Noch weht sie, die ukrainische Flagge in Malin, westlich von Kiew. Eine Kleinstadt, gezeichnet vom Krieg. Mittwoch vergangener Woche wird hier eine ganze Familie beigesetzt. 5 Menschen, getötet durch einen russischen Raketenangriff. Angehörige und Freunde nehmen Abschied von Putins Opfern. Mein Söhnchen, ich habe dafür gebetet, dass dich das Schicksal nicht trifft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Unter den Toten, die sie betrauern, sind 3 Kinder. Die Jüngsten liegen gemeinsam in einem Sarg. Dennis und seine Zwillingsschwester Nicole wurden nur 1 Jahr und 2 Monate alt. Ich habe keine Worte. Keine Worte. Faschisten. Tiere. Die Piloten sind wilde Tiere. Traurig. Das ist alles so traurig. Trotz anderslautender Behauptungen des Kremls, Russland führt Krieg gegen Zivilisten. In Malin wurden Wohnhäuser und Menschen getroffen. Ihre Heimat mit einem Schlag zerstört. Auch Wasil hat sein ganzes Leben hier verbracht. Ich muss mich erst ein bisschen beruhigen. Um 7:45 gab es einen lauten Knall. Und alle Fenster sind kaputt gegangen. Einfach alles. Wasils Nachbar hieß Ivan. Er starb, als die Raketen im Viertel einschlugen. Helfer entdeckten seine Leiche erst am nächsten Tag. Fassungslosigkeit bei den Überlebenden. Guckt euch das an. Das Teil lag in meinem Garten. Die kriegen das alles zurück. Ich habe mein Leben schon gelebt. Aber welche Schuld haben die Kinder? Die tragen überhaupt keine Schuld. Häuser, die Kirche und das Kulturzentrum von Malin werden getroffen. Sascha Golub ist von der Stadtverwaltung. Die Russen sind ungefähr 70 Kilometer entfernt und die Belarussen ungefähr 100 Kilometer. Und die Angriffe sind nicht aus Russland, sondern aus Belarus gekommen. Das ist ganz nah. Hier gibt es keine Faschisten, hier gibt es keine Kinderfresser, so wie Putin erzählt. Ein Gefäßchirurg im Dauereinsatz. Die Klinik Nummer 8 liegt im Norden von Kiew. Nur wenige Kilometer von der Frontlinie entfernt. Seit die russischen Truppen näher rücken, landen hier täglich ukrainische Soldaten auf dem OP-Tisch. Auch dieser junge Kämpfer wurde durch eine Granate verwundet. Ein Splitter? Ein Splitter. Scheiße, noch einer. Da sind ganz viele. Der verwundete Soldat kommt ganz aus der Nähe, aus einem nordöstlichen Vorort von Kiew. Quasi genau dort, von wo die russischen Truppen seit Tagen angreifen. Lass das doch jetzt so. Dann nehmen wir gleich zu. Okay, okay, gut. Seit dem ersten Kriegstag sind wir hier rund um die Uhr in der Klinik. Ich bin Gefäßchirurg. So können wir sicherstellen, dass wir unsere verwundeten Soldaten versorgen können. Jeden Tag haben wir 20, 30 verletzte Soldaten. Das ist abhängig von den militärischen Kampfhandlungen. Auf der Station liegen derzeit 50 Patienten, so wie Alexander Schorik aus Kiew. Reservist und Schütze in der 72. Brigade. Wir haben an der Verteidigungslinie von Kiew gekämpft, im Norden. Während des Kampfes bei der Granatexplosion wurde ich verletzt. Das war eine Splitterverletzung. Wo wurden Sie getroffen? Am Bein? Hier. Seine Frau und sein 3-jähriger Sohn Svatjoslav flohen, als das erste Bombardement begann. Er glaubt fest daran, dass sie bald zurückkommen. So wie er auch an den Sieg glaubt.
Das konnte man sich nur schwer vorstellen, dass in einer zivilisierten Welt im 21. Jahrhundert so etwas möglich ist. Aber wir werden siegen. Wir haben keine andere Möglichkeit, wir haben keine andere Heimat, keine andere Wahl. Seit fast 3 Wochen greift Russland sein Brudervolk an, mitleidlos und brutal. Die Bomben auf eine Geburtsklinik in Mariupol, nur eines von vielen moralischen Verbrechen des Moskauer Diktators. Ein Vernichtungsfeldzug mit immer mehr zivilen Verletzten und Toten. Dazu der zynische Kommentar des russischen Außenministers Sergei Lavrov: Wir haben die Ukraine nicht überfallen. Doch die Wirklichkeit liefert andere Bilder, Bilder der Verwüstung. In russischen Medien nur die Spezialoperation genannt. Diesmal war das Ziel ein Öldepot im Ort Tscherniakiw. Die Arbeiter hatten gerade Feierabend, als die Jets kamen. Der Angriff erfolgte aus dieser Richtung und das Ziel waren die Tanks dort. Der Krater, den Sie hier sehen, ist auch von einer Rakete. Die beiden Tanks da drüben standen eigentlich viel näher beieinander. Aber durch den Angriff sind sie verschoben worden und stehen jetzt so, wie Sie sie sehen. Die ukrainische Regierung hat die in den ersten 2 Wochen angerichteten Schäden auf mehr als 100 Milliarden Euro beziffert. Ein ganzes Land, so ist der Eindruck, soll einfach weggebombt werden. Hier waren etwa 500 Tonnen Öl. Das ganze Depot wurde zerstört. Das sind 3 neue Tanks, die sind erst im Jahr 2019 in Betrieb genommen worden. Dort hinten, das waren die etwas älteren. Alle wurden zerstört. Ein Wohngebiet in der Stadt Korosten. Mitten in der Straße klafft ein riesiger Bombenkrater. Bis Kiew sind es von hier nur knapp 3 Stunden Autofahrt. Die vermehrten Angriffe in der Region, Anzeichen dafür, dass die Invasoren jetzt auch den Westen des Landes ins Visier nehmen. Was haben Sie uns bloß angetan? Was haben die Schweinehunde gemacht? Was wird Putin dafür bekommen, was er hier getan hat? Was kriegt er dafür? Nichts. Nachts um 3 schlugen die Raketen ein, töteten einen Mann. Die Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz. Unter ihnen auch der 63-jährige Mikhailo. Fahr jetzt los und pass gut auf den Vater auf. Hier ist alles, was mein Leben ausmachte. Ich habe nicht getrunken, nicht geraucht. Ich habe immer gearbeitet. Ich hatte ein Auto, Kinder, Enkel. Alles, was ich hatte, alles ist jetzt zerstört. Wlodimir Tarasyuk ist eigentlich Chef der Stadtverwaltung. Seit dem Einmarsch ist er auch fürs Militärische zuständig. Es ist doch so. In Russland nennen sie das eine Spezialoperation, bei der es angeblich um Demilitarisierung und strategische Objekte geht. Aber schauen Sie sich doch mal um. Wo sehen Sie hier irgendwelche offiziellen Gebäude oder irgendwelche militärischen Objekte? Das hier ist ein Wohngebiet. 15 Häuser wurden zerstört, sind jetzt unbewohnbar. Den Betroffenen bleibt fast nichts außer ihrer Verzweiflung. Ich spreche direkt zur NATO. Schützt bitte unseren Luftraum. Ich weine nur sehr, sehr selten. Aber jetzt kann ich nicht mehr. Wenn ihr nichts unternehmt, dann komme ich persönlich zu euch. In Lviv, ganz im Westen der Ukraine, lebt fast 750.000 Menschen. Überall in der Stadt bereitet man sich auf den Kampf vor, auch in diesem provisorischen Stützpunkt der sogenannten Territorialverteidigung.
Medikamente, Lebensmittel, Ausrüstung, alles Spenden für die freiwilligen Heimatschützer. Der einzige mit Militärerfahrung ist der Kommandeur. Er war schon im Donbass stationiert. Wir kämpfen gegen die drittstärkste Armee der Welt. Und es gibt nicht so viele Ukrainer, wie es russische Iwans gibt. Und deswegen muss jeder Ukrainer, der noch hier ist, an diesem Krieg beteiligt werden. Doch erst wird trainiert. Die Männer sind aus dem Viertel, alles Zivilisten. Im Schnellverfahren müssen sie zumindest die Grundlagen lernen. Laut Militärtaktik sollte der Abstand zwischen den Kämpfern 10 Meter sein. Ein Meter mehr oder weniger ist aber egal. Als zweites lernen wir jetzt die Rückzugstaktik kennen und wie man anderen Rückendeckung gibt. Sie sind bereit zu kämpfen. Was bleibt ihnen auch sonst? Natürlich haben wir eine Chance, sonst hätte das ja alles keinen Sinn. Wir sind zum Siegen verdammt. Wir haben keine andere Wahl. In sowjetischen Filmen diente Lviv als Kulisse für Venedig. Heute nähen die Kreativen der Stadt Zubehör für den Verteidigungskampf. Besuch beim Modelabel Liube Golube, was so viel heißt wie alles ist möglich, jetzt erst recht. Normalerweise bin ich Verkäufer für Elektrogeräte. Die Schneiderei hier gehört meinem Freund. Und eigentlich nähen sie hier Hoodies und Sportanzüge. So wie der von meiner Kollegin da hinten. Nun rüsten sie ukrainische Truppen aus. Das ist für den Arm. Und nach dem Zuschneiden kommt noch die Schrift in gelber Farbe drauf. Das ist dann für unsere Soldaten. Damit man unterscheiden kann zwischen den Feinden und den eigenen Leuten? Ja, genau. Junge Leute, die ihr Land und ihre Zukunft verteidigen. Vor 3 Wochen hatten sie noch ein normales Leben. Ich bin bereit, überall einzuspringen, wo meine Hilfe gebraucht wird. Es ist mir egal, was ich dafür tun muss. Ich will einfach nur helfen. Wenn mein Land mich braucht, bin ich da. Ist es das erste Mal in Ihrem Leben, dass Sie nähen? Ja, tatsächlich. Fliegeralarm in Schitomir. Der Keller des Pawlosenko-Hospitals Nummer 2 dient als Luftschutzraum für Mitarbeiter, Patienten und Anwohner aus der Umgebung. Aliona ist Krankenschwester, arbeitet in der Chirurgie. Am schwierigsten war es am 1. März, als das Krankenhaus zum ersten Mal angegriffen wurde. Das war schlimm. Wir hatten so viele Patienten, die wir alle in Sicherheit bringen mussten. Was haben Sie gefühlt bei dem ersten Angriff? Angst, große Angst. Die ersten Minuten waren wie eine Ewigkeit. Aliona hat 2 Kinder. Sie hat sie weggebracht zu Verwandten außerhalb der Stadt. Und manchmal hat das Leid nichts mit dem Krieg zu tun. Dieses Paar trauert um seinen Sohn, der gerade nach schwerer Krankheit verstorben ist. Ich kann meinen Sohn nicht wie geplant beerdigen. Ich wollte die Dokumente für die Beisetzung abholen, aber wir müssen die ganze Zeit hier unten bleiben. Wegen der Angriffe. Es ist so grausam. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass so etwas passiert. Ein Teil der Klinik wurde schon vorher getroffen. Deswegen haben wir unseren Sohn nach Hause geholt. 2 Tage war er bei uns und dann war es vorbei. Wir wollten die nötigen Papiere besorgen und jetzt sitzen wir hier fest. Der Widerstand ist ungebrochen. Selbst in den stark umkämpften Gebieten geht das Volk auf die Straße. Die ukrainische Armee wehrt sich mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln.
Es ist ein Kampf um die Existenz eines ganzen Landes. Angeführt von einem sehr entschlossenen Präsidenten. Selbst wenn sie 1 Million Russen hierher zum Sterben bringen, dann wäre die Ukraine trotzdem noch nicht besetzt. Schytomyr liegt 120 Kilometer westlich von Kiew. Julia ist hier aufgewachsen. Früher war sie Journalistin, hat Sprachwissenschaften studiert. Jetzt ist sie Soldatin. Wir müssen den Russen zeigen, dass alle hier kämpfen werden. Jeder Mann und jede Frau. Alle werden ihr Land verteidigen. Julia gehört der regulären ukrainischen Armee an, so wie ihr Freund. Alexander ist im Donbass stationiert, weit im Osten. Kontakt halten beide übers Handy. Er hat mir gerade eine Nachricht geschickt, dass die Regierung Ukrainern jetzt auch Hochzeiten erlaubt, bei denen einer der beiden nicht anwesend ist. Ich schreibe ihm gerade zurück, dass ich das mache. Und willst du? Ja, ich will. Aber ich weiß noch gar nicht, wie das ablaufen soll. Sie ist noch nicht lange mit Alexander zusammen, erst seit August. Aber was heißt das schon im Krieg? An diesem Tag ist übrigens auch in Schytomyr Weltfrauentag. Deshalb hat Julia frei. Dann kommt der nächste Anruf von Alexander. Die Hochzeitspläne scheinen ihm tatsächlich ernst. Du sollst doch zum Standesamt gehen. Wie jetzt Standesamt? Wir gehen gerade zu mir, um da noch zu filmen. Mach das später. Muss ich denn jetzt gleich zum Standesamt? Ja. Okay, ich rufe dich später an. Die Soldatin will den kampffreien Tag auch dazu nutzen, um bei ihrer Mutter vorbeizuschauen. Kurze Verschnaufpause von der Front. Wir haben da sonst nur so Bottiche zum Waschen. Da wäscht man sich dann so die Haare und macht ein bisschen so. Deswegen brauche ich jetzt erstmal eine Dusche. Der Besuch bei ihrer Mutter wirkt fast friedlich, als hätte jemand die Stopptaste gedrückt in diesem Krieg. Hier, probier das mal. Ist gut. Das ist für dich. Ich wusste gleich von Anfang an, dass sie zur Armee gehen wird. Wenn nicht die Oma da wäre und ich sie betreuen müsste, würde ich das auch machen. Wir machen alles, was wir können. Haben Sie keine Angst um sie? Alles ist in Gottes Hand. Wir glauben daran, dass wir gewinnen. Wir beten für jeden unserer Soldaten. Wir beten für jeden Einzelnen. Guck mal, Rauch am Himmel. Da sind Explosionen. Der Feind, auch hier ist er in Sichtweite. Julia muss wieder los. An ihre neue Uniform hat sie sich noch nicht so recht gewöhnt. Mit all den Sachen an ist es das Schwierigste, aufs Klo zu gehen. Wenn dann auch noch das Gewehr dazukommt und die, wie sagt man, Koppel dran ist. Okay, wir können los. Ein letzter Segen. Wann sie ihre Tochter wiedersehen wird, ungewiss. Mitten in Kiew, das Kinderkrankenhaus Okhmadit, das größte seiner Art in der Ukraine. In diesem Bett liegt heute ein 13-jähriger Junge. Von seinen Eltern lebt nur noch die Mutter. Mit Verwandten hatten sie versucht zu fliehen. Wir waren fast am Ziel, als wir mit automatischen Waffen beschossen wurden. Dabei wurde mein Mann getötet, mein Neffe ebenfalls. Meine Schwester wurde in den Kopf, die Nichte in den Fuß getroffen und meine Freundin an beiden Armen verwundet. Das ist der Moment im Auto. Das Foto habe ich bekommen. Ihr Sohn Volodymyr wurde im Gesicht verletzt. Überlebt hat er nur, weil er sich während der Attacke mit seiner Schultasche schützte. Bis gestern wusste er nicht, dass sein Vater tot ist. Das ist mein Mann.
Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Hier bekommen wir zwar Hilfe, aber wir müssen jetzt auch weg. Weg aus ihrem Land. Mehr Pläne haben sie nicht. Zurück nach Schytomyr, wo am Dienstagabend wieder kein strategisches, sondern ein ziviles Ziel getroffen wird. Ein Mehrfamilienhaus. Ein Mensch kommt bei dem Einschlag ums Leben. Dritter Stock, zweites Fenster. Lass das runter, lass das runter. Wir arbeiten uns an den zweiten Stock heran. Eine weitere Person liegt noch unter den Trümmern, als die überlebenden Bewohner am Morgen ihr restliches Hab und Gut bergen. Außer Wut und Trauer ist ihnen nicht viel geblieben. Es ist ja gerade erst passiert. Sie sollen endlich aufhören. Wie lange wollen Sie unsere Leute umbringen und unsere Häuser zerstören? Wie lange noch? Wo fahren Sie jetzt hin? Wenn ich das nur wüsste. Wohin? Eine von vielen Fragen in diesem Desaster, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint. Die Menschen ratlos in den Überresten ihrer alten Welt. Das sind unsere besten Freunde, die hier gewohnt haben. Wir haben bis zuletzt nicht geglaubt, dass so etwas möglich ist. Bleiben Sie jetzt hier, um zu helfen? Wir müssen weg von hier. Wir müssen die Kinder und die Sachen wegbringen. Das haben vor ihr schon 2,5 Millionen andere Ukrainer getan. Jeden Tag kommen in Deutschland tausende Flüchtlinge an, viele in Berlin. Der Hauptbahnhof, eigentlich ein Ort der Durchreise, jetzt Ziel für diejenigen, die ihre überfallene Heimat zurücklassen mussten. Irina Mandrik aus Charkiw ist vor 2 Stunden mit ihrer Familie angekommen. Bruder und Vater mussten zurückbleiben. Am 24. fing der Krieg an. Wir haben unsere Stadt am 26. verlassen. 2 Tage haben wir in der Metro geschlafen, weil wir Angst hatten. Danach haben wir uns entschieden, aus dem Land zu fliehen. Wir sind mit dem Auto meines Bruders gefahren. Insgesamt zu 8. 2 Familien. Seine Familie war zu 4 und meine auch. Und wir hatten noch einen Hund und eine Katze dabei. Erst suchten sie Schutz in Lviv, wollten dort eigentlich bleiben. Doch das war ihnen zu unsicher. Das ist meine Stadt, Charkiw. Ich hoffe, das endet alles schnell, damit wir nach Hause können. Rund um die Uhr holen Freiwillige die Menschen vom Gleis ab, helfen bei den ersten Schritten. Die Leute, die Englisch und Deutsch sprechen, kriegen eine gelbe Weste und die Leute, die Englisch, Russisch und Ukrainisch sprechen, kriegen eine orangene Weste. Menschenhandel. Es kann sein, dass auch Leute mit schlechten Absichten unterwegs sind. Menschen, die Frauen und Kindern Geld oder eine Unterkunft anbieten. Dann holt jemanden, holt die Polizei. Es gibt eine Menge Unterstützung für uns. Die probieren hier wirklich alles, um es sicher zu machen. Das Ankunftszentrum in Berlin-Reinickendorf. Freitagvormittag kommen hier offenbar mehr Leute wieder raus, als reingehen. Die Registrierung verläuft schleppend. Auch bei dieser Mutter hat es nicht geklappt. Man weiß nicht genau, wo man hin soll. Wir waren zum Beispiel jetzt beim Meldeamt. Wir wollten uns anmelden, aber da gab es auch keine Möglichkeit mehr. Wir haben einfach keinen Termin mehr bekommen. Die junge Frau ist über Polen nach Berlin geflüchtet. Ihre Söhne sind 8 und 11 Jahre alt. Ihr Mann, wie alle Männer, noch in der Ukraine. Wie haben Sie das alles Ihren Kindern erklärt? Ja, wir haben erklärt, dass wir eigentlich, dass es zu gefährlich ist, zu Hause zu bleiben, weil unsere Stadt halb zerbombt ist. Von hier aus werden die Flüchtlinge auch auf andere Städte verteilt. Eine Mutter will mit ihrer Tochter nach Holland. Sie wünscht sich mehr Unterstützung durch die internationale Politik. So viele Tote, also schließt den Luftraum. Zurück zum Hauptbahnhof. Hier arbeitet Katja als ehrenamtliche Helferin. Sie ist Russin. Am Tag zuvor war sie 11 Stunden im Einsatz. Diese junge Frau will weiter zu Bekannten nach Paris.
Wir fragen, wann diese Übernachtungszüge ankommen heute, weil zum Beispiel sie fährt morgen früh weiter und sie hat ein Kind und hier zu übernachten ist kalt und diese, in diesen Zügen ist warm und sie stehen dann im Gleis und Menschen können da einfach über die Nacht bleiben und schlafen. Vermutlich wird heute noch ein Zug ankommen. Sicher weiß das aber niemand. Später am Abend erreicht der Eurocity aus dem polnischen Przemyśl mit knapp 3 Stunden Verspätung Berlin. Am Gleis Nora und Ingo Felsner. Sie wollen eine Mutter und ihre Tochter aus Kiew abholen. Letztes Wochenende, da war ich mal hier gewesen und habe mir das angeguckt. Und dann war eigentlich auch klar für uns, dass wir irgendwie auch helfen möchten halt und nicht nur Geld spenden. Was hast du da gemalt? Das ist der Name hier. Die Felsners haben selbst 4 Kinder. Solidarisch zeigen sich auch die Kleinsten. Die 8-Jährige hat für die Flüchtlinge ihr Kinderzimmer freigemacht. Jetzt geht's mir besser. Ich habe keine Angst mehr. Ich weiß, dass mein Kind jetzt sicher ist und nicht mehr in Gefahr. Für mich ist es das Beste, was ich mir im Moment vorstellen kann. Bisher sind 120.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland angekommen. Wann und in welchem Zustand sie ihre Heimat wiedersehen, weiß niemand.